dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der FCM ist zu Gast bei den Münchner Löwen und der erste Sieg im Kalenderjahr 2020 soll mit einem jungen Stürmertalent realisiert werden. Anthony Rogic bekommt sein Startelf-Debüt von Pele Wollitz hinten im Bild mit dem grauen Pullover. Er als Cheftrainer noch sieglos bei Magdeburg. 4 Spiele, 2 Punkte, das ist aktuell zu wenig. Die Münchner Löwen in den weißen Trikots, lange Spiele ungeschlagen und mit viel Vorwärtsdrang in der Anfangsphase. 14 Minuten gespielt, Mölders tritt ein Luftloch und dementsprechend hier kein diskussionswürdiges Foul für einen Elfer. Dann aber nach einer guten halben Stunde das 1:0 für die Münchner Löwen in der 33. Minute. Berzel mit dem Kopfballtor. Es war eine Koproduktion der beiden Innenverteidiger, der Ex-Magdeburger Erdmann hier mit dem gewonnenen Kopfballduell gegen Rother und Berzel. Das ist ein einfaches zweites Saisontor für ihn. Magdeburg tat sich extrem schwer aus dem Spiel heraus. Nach 39 Minuten diese Chance über Bertram. Ein Freistoß, ansonsten nicht viel. Viel kam von den Rängen. Die 1500 mitgereisten Magdeburger Fans bereiteten eine tolle Kulisse. Und zum zweiten Durchgang kam der Kapitän dann rein. Christian Beck kam in die Partie. Anthony Rogic musste raus. Das bedeutet, dieses Kapitel ist erstmal geschlossen. Die Magdeburger im zweiten Durchgang mit einer besseren Körpersprache. Knappe Stunde gespielt. Schöner Freistoß vom Ciasula. Dann wurde es hektisch im 16er. Der Münchner Löwen Bertram mit dem Duell gegen Hiller. Der Goalie der 60er kommt ein bisschen zu spät, kriegt keinen Ball und trifft Bertram auch an der Schulter. Auf jeden Fall einen Elfmeter, den du geben kannst. Und eine Sache für Jürgen Ciasula. Der traf in der Vorwoche gegen Chemnitz und er trifft auch gegen die Münchner Löwen. 1:1 Ausgleich, Stunde gespielt. Ciasula verlädt den Goalie, macht alles richtig. Magdeburg wieder im Spiel. Nur 6 Minuten später. Magdeburg dann richtig gut eingestellt. Im Umschaltspiel kein Abseits. Conte mit Beck und Beck. Normalerweise macht er den im Schlaf, aber er ist momentan in einer Stürmerkrise und deswegen lässt er diese hundertprozentige Chance auch liegen. Es wurde jetzt richtig hektisch in Halbzeit 2. 71. Minute läuft. Jürgen Ciasula nimmt den Ball an. Eigentlich nichts Spektakuläres, aber auf einmal regten sich alle Löwen auf. Handspiel wurde gefordert. Tobias Fritsch, der Offizielle, nahm sich eine Menge Zeit. Erst entschied er auf Elfmeter, aber wir können das kontrollieren. Ciasula nicht mit der Hand am Ball und außerdem kam der Ball auch vom eigenen Knie. Das ist nicht strafbar, selbst wenn es ein Handspiel gewesen wäre. Es gab eine lange Besprechung mit dem Linienrichter, mit Marc-Philipp Eckermann. Und dann nahm Fritsch tatsächlich die Entscheidung zurück. Darf er machen, das Spiel wurde nicht wieder angepfiffen. Deswegen war er da voll im Recht, der Schiedsrichter, und hat das Ganze korrigiert. Die Löwen kamen mit einer Trotzreaktion ums Eck. Das ist Becchirolo mit einer guten Chance in der 73. Gut in Szene gesetzt von seinem Außenverteidiger von Steinhardt, aber Kostli klärt im letzten Moment. In den Schlussminuten gab es dann die große Show von Conte. 83. läuft, setzt sich super durch gegen Berzel, aber dann im Abschluss kein Glück gegen Hiller. Und jetzt kommt's, nur eine Minute später, wieder Conte auf und davon. Macht er heute sein erstes Tor für den FCM? Nein, er lässt die Chance liegen, trifft Hiller am Kopf, spektakuläre Parade von Marco Hiller. Das hätte das 2:1 sein müssen. Aber da gehen ihnen die Nerven durch, den guten Conte. Und das heißt, es bleibt am Ende beim 1:1. Für ihn eine große Enttäuschung. Sein Trainer nahm es sportlich. Wir haben heute ein Ergebnis korrigiert mit vielen Torschancen, unabhängig davon. Ich will jetzt nicht davon sprechen, ob der Sieg dann verdient gewesen wäre, weil 60 hatte auch die eine oder andere Aktion. Geht ja auch nicht immer nur um verdient und verdient. Wenn man die Intensität sieht, dass wir verstanden haben, wie man in der Situation auftritt. Ungeschlagen, die Serie ist natürlich super, aber wenn man sieht, wie viele Spiele wir haben unentschieden gespielt, wo wir auch hätten 3 Punkte mitnehmen können, ja, das ist dann natürlich etwas trügerisch. 12 Spiele ohne Niederlage, die Löwen aber mit 4 Unentschieden in Folge treten auf der Stelle. Pele Wollitz in seinem 5. Spiel als Cheftrainer der Magdeburger immer noch sieglos.
alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.